Jawohl, ja, meine lieben Damen und Herren, das Vestibul des Lichts, Akt 4, Diablo 3, 1 Uhr, 44 Grad normal. Damit haben wir auch alle Fakten soweit abgearbeitet und wollen heute wieder zusammen Diablo 3 spielen. Möglicherweise gehen wir, Moment mal, ich muss mal ganz kurz am Lautstärkeregler drehen, gehen wir heute schon auf das Ende zu, aber jetzt erstmal weitermachen. Denn wir wollen ja den Himmel nicht seiner sicheren Zerstörung überlassen. In den letzten Folgen ist ja wirklich viel passiert. Und jetzt sind wir auf der Suche nach Ithirael, den wir hier auch schon gefunden haben. Ich bin Ithirael, Erzengel des Schicksals. Es ist meine Pflicht, alles was ist und alles was sein wird, in der Schriftrolle des Schicksals aufzuzeichnen. Aber ihr, Nephalem, ihr taucht in dieser Rolle nicht auf. Euer Schicksal ist ungeschrieben. Alles klar. Dann werde ich meine Bestimmung in Diablos Blut niederschreiben. Ihr könnt entweder zusehen, wie die gesamte Schöpfung in Flammen aufgeht, oder mir helfen. Vielleicht lässt sich das Schicksal ändern. Beeilen wir uns, Auriel, Erzengel der Hoffnung, ist von Rakanoth, dem Herrn der Verzweiflung, entführt worden. Ich werde sie finden und den Himmeln die Hoffnung Gärten der Hoffnung, Ebene 1. Finde die Bibliothek des Schicksals in den Gärten der Hoffnung. Okay. So, falls ich heute irgendwie voll verpeilt bin oder sowas ähnliches, bitte seht es mir ausnahmsweise mal nach. Also noch schlimmer als sonst, weil ich habe gerade eben einen 4-Stunden Aufnahmemarathon hinter mir mit dem Philipp, also... Oh, seht mal, die Frames! Gepanzerte Vernichter wurden nicht mehr gesichtet, seit Diablo vor Hunderten von Jahren aus den brennenden Höllen verbannt wurde. Vorher stellten sie den Großteil seiner Armee. Sie bedeckten das Antlitz des Reiches ihres Herrn wie ein riesiger Heuschreckenschwarm. Sollte der Herr des Schreckens je zurückkehren, so werden sie seine Vorboten sein, fürchte ich. Das fürchte ich auch. Allerdings wissen wir um die Rückkehr des Herrn. Neues Wissen. Das einfache Volk von Kanduras spricht oft über Gallenkriecher. Hauptsächlich um widerspenstige Kinder vor Angst in ihre Betten zu treiben. In Fabeln wird behauptet, dass die Kriecher Dämonenbrut sind, welche zu früh schlüpfte. Die Kreaturen ähneln am ehesten einer blutigen, gefräßigen Masse und besitzen einen unersättlichen Appetit auf Menschenfleisch. Unterdrücker haben wir hier. In meinem Leben habe ich viele Krieger gesehen. Doch nur eine Handvoll von ihnen durfte es wagen, sich der Macht eines Unterdrückers zu stellen. Dieses Monster ragt hoch über den größten der Barbaren auf und führt Waffen aus Höllengeschmieden zum Stamm. Sie wurden zuletzt an der Seite Baals während seiner Wiederauferstehung gesichtet. Sie hinterließen nichts als Tod und Verwüstung. Das war ein Schrein. Also malerisch sieht es hier oben ja schon aus, ne? Und wie? Es ist halt der Himmel, hier sind überall Bäume Gondors. Ich finde es klasse. Also es ist halt auch in gewisser Weise traurig, was hier gerade passiert. Alter, mach doch mal was. Ich habe doch 30 Mal auf die richtige Maustaste gehämmert. So. Und immerhin ist das Setting auch noch neu, das heißt, es ist noch nicht so langweilig. Es scheint, als könnte ich noch nicht passieren. Aufgespießter Engel. Euer Geist ist von diesem Leid befreit, Engel. Oha. Hier unten sieht es aber auch klasse aus, wie hier so langsam diese Schlacht im Himmel entsteht. Ich mag das ja. So. Das macht Diablo 3 wirklich klasse, seine Settings und seine Hintergründe zu designen.
das versteht es wie kaum ein anderes Spiel, was ich bis jetzt 2012 gespielt habe. Das scheint da wohl auch so zu sein. Das heißt allerdings, dass wir auch irgendwann immer wieder dahin zurückkehren müssen, was mich auch noch ein bisschen fuchsig macht, schon jetzt. Aber das ist das Problem des Zukunft-Tonys, der das Zukunfts-Tonys so nicht so ins Mikrofon schreien. Tut mir echt leid, so, wenn ich heute wirklich verpeilt bin, aber... Nein, wie geil, die Atzen kehren wieder! Lasst uns proben, Leute! Der Himmel zerfällt. Und was können wir schon gegen solche Kräfte ausrichten? Du? Das ist aufgeschmissen, der Engel. Indem ich den kaputt haue, kriege ich nicht nur all sein Zeug, sondern ich befreie ihn gleichzeitig aus seinem Leib. Truhe. Und jede Menge Zeugs. Wegpunkt. Gärten der Hoffnung Nummer 1. Schrein des Schutzes. Okay, okay, da ist die Bibliothek. Dann erkunden wir hier erstmal natürlich nochmal zu Ende. Diese Vasen sehen so teuer aus. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass wieder von dir was drin ist. Die Magie ist überwältigend hier. Ich verstehe ihre Intensität. Aber ich habe gelernt, gegen sie anzukämpfen. Wow, 7 Objekte zerstört. Gut, jetzt aber betrete die Bibliothek des Schicksals. Die haben wir schon gefunden und in die wollen wir jetzt auch reingehen. Oh, es lädt, es lädt, es lädt. Tötet Rakanoth. Enttäusche mich nicht, Rakanoth. Oder dich wird dasselbe Schicksal ereilen wie Iskatu und meine Brüder. Ach, der hat keine Chance, das weiß der auch. Leia kennt uns, ja. Eigentlich dürfte die uns auch nicht unterschätzen mit ihren lächerlichen Dienern da. Ihr glaubt euch frei von den Ketten des Schicksals, Lieferin. Aber alle werden vor Fürst Diablo niederknien. Dann fang du doch einfach an, Köter. Scheiße. Nicht genug Wut. Aha, neues Wissen machen wir noch kurz. Meine Armeen strömen durch die Höllentore. Die Himmel werden zerstört sein. Lange bevor du auf nur einen Schritt in den silbernen Turm setzen kannst. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen, Diablo. So, jetzt aber anhören. Am Anfang diente Rakanoth Andariel der Herren der Qual mit effizienter Brutalität. Allein seine Berührung kann zahlreiche schmerzhafte Wunden öffnen. Er bewachte Isual während der vielen Jahre, die der Engel als Gefangener auf Rakanoths Ebene der Verzweiflung verbrachte. Doch vor kurzem hat er sein Reich überraschend verlassen. Um hier ein Ende zu finden, also letztendlich ist das auch völlig egal. So, wir finden jede Menge Zeugs, was wir allerdings eigentlich überhaupt nicht gebrauchen können. Oder? Nee, ich glaube wirklich nicht. Magisches Mojo. Schade eigentlich, die Sachen sehen ziemlich geil aus. Oh, hier hätten wir Lebenverlust, aber Schutzverlust allerdings nicht wirklich lohnenswerten. Hier würden wir auch noch verlieren, nur weiß ich nicht.
Und mit dem richtigen Sockel könnte man da vielleicht noch was draus zaubern für unsere Zauberin. Das war jetzt ungewollt so ausgedrückt, aber letztendlich ist es ja trotzdem richtig. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall bisher nichts Lohnenswertes gefunden im Himmel. Unsere Waffe, die wir momentan haben, mit 48,1 ist doch deutlich besser. Ich hatte übrigens vor ein paar Tagen das Glück, mal beim Philipp vorbeizuschauen. Der hatte irgendwie 86 irgendwas. Das war schon krass. So, Bibliothek des Schicksals und Auriel. Hab Dank, Nephalem. Ich hatte gehofft, dass die Schriftrolle des Schicksals nicht recht hatte. Dass dieses in Unruhe versetzte Reich wieder zur Harmonie finden würde. Ich sehe jetzt, dass alle Hoffnung in euch liegt. Ihr seid nun losgelöst von den Ketten des Schicksals. Mit meinem Segen könnt ihr nun Diablos Verderbnis ahnen. Durch sie werden die Tore verborgen, über die seine verfluchten Diener diesen geheiligten Ort betreten. Die Tore müssen geschlossen werden. Wir werden euch nicht enttäuschen. Ich habe Diablos Champion besiegt und Hoffnung wiedererstehen lassen. Ich dachte, auch Tyraels Glaube würde wiederhergestellt werden, aber er bleibt verschollen. Wie dem auch sei, ich werde Diablos Höllenportale nun zerschmettern. Das werden wir auf jeden Fall tun. Ich freue mich sogar schon drauf. Kehrt auf die erste Ebene der Gärten der Hoffnung zurück. Quest beendet, EP erhalten, 2700 Gold erhalten, 315. Gärten der Hoffnung. So, und diese Tore sind jetzt Sachen, die wir endlich besiegen können. Die Verderbnis war nordöstlich von hier am stärksten. Ja, ich wüsste, ich versuche es. Auch wenn die Bezirichtung immer mächtige Dämonensraufer waren, versuchten sie fortwährend, ihre Position in den blutdürstigen Reichen der Welt zu verbessern. Zu diesem Zweck fingen sie eine Herde gewaltiger Armadons ein, die sie so lange folterten und auspeitschten, bis diese Höllenbestien die Bezwinger als Reiter akzeptierten. Gemeinsam sind sie fast unbesiegbar. Ich habe das Ding gerade gar nicht gesehen. Widerwärtige Wunde. Oh. So richtig schöne Eiserfrunkel sind das. So, dann räumen wir jetzt mal auf. Hier entlang. Oder? Nee, hier, es hat uns eigentlich gar nichts gebracht, das Ding zu besiegen. Wir haben nur ein bisschen mehr Karte gefunden. Na egal. Findet und vernichtet den verderbten Auswuchs in dem Tor, das zur Hölle auf die erste Ebene der Gärten der Hoffnung verborgen ist. Okay. Machen wir. Gucken wir nochmal hier, ob wir da irgendwas Großartiges finden werden. Und dann nehmen wir nochmal darüber. Oh. Armadon. Ein etlicher Heiltrank. Und hier nochmal eine Wunde. Und wir haben ja schon mal. Niemals, Diablo. Was bist du? Ja, das machen wir gleich. Erkunden wir jetzt erstmal hier noch ein bisschen weiter zu Ende. Und diese ganzen Wunden, die sehen ja echt furchtbar aus. Oh. Atzen. Die sind einfach Kugeln vor Freude. Vor Partylaune. Seh dir diese Garten an. Jetzt triefen sie mit höllischer Verderbnis. So, dann machen wir eben noch die Quest von dem Kerl da unten. Und dann schließen wir das Tor zur Hölle.
Obwohl, eigentlich haben wir ja noch so einen Teil im Gartenbereich. Das sollten wir eigentlich auch noch machen. So, wollte hier nicht irgendein Engel mit uns quatschen? Nicht? Na schön, dann machen wir das nachher. Nachdem wir den Oculus und Tor zur Hölle zerstört haben.